Bertolt Brecht, der momentan immer aktueller wird, hatte 1928 die umjubelte Premiere seiner bis heute unübertroffenen Drei-Groschen-Oper. Es gab mehrere nicht wirklich geglückte Versuche, sie zu verfilmen. Autor und Regisseur Joachim Alang ist jetzt das enorme Risiko eingegangen, einen Film zu drehen, der sowohl Brechts Faszination für den Film wie seine Verachtung des kommerziellen Kinos bedient und der die Drei-Groschen-Oper durchaus zeitgemäß und unterhaltsam präsentiert. Wenn es regnete und es begegnete Ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machen Sie vielleicht daraus Ihr Briefe-Tatar. Ein Film im Film über den Film. Über 100 Inszenierungen, tausende Vorstellungen, meine Herren. Sie sind Weltstars. Ich bin wieder da. Was für ein Zufall. Die Herren verfilmen die Drei-Groschen-Oper. Ich mache das, was mir und meinen Freunden Spaß macht, wie Shakespeare. Ich will Filme sehen, die ich gut finde, deshalb schreibe ich einen Film. Ist es denn ein guter Plan? Sorgfältig prüfe ich meinen Plan. Er ist groß genug. Er ist unverwirklichbar. Lies doch mal. Ich glaube, das kann für die Leute wahnsinnig spannend sein, so mit gewissen Klischees und Vorbehalten aufzuräumen, aber auch einfach einen Zugang zu dem Autor zu kriegen, der eigentlich fast den Ruf hat, sperrig, akademisch und trocken zu sein. Und das Gegenteil ist halt der Fall. Und ich glaube, das ist toll, wenn man das in einem Film sieht. Und dieses Credo, was er ausgesprochen hat, die Widersprüche sind die Hoffnung. Ich glaube, das ist was, was für den Zuschauer auch spannend sein kann, dass er auch aufgerufen ist, gewisse Sehgewohnheiten zu überwinden. Liebe auf den ersten Griff. An einem frühen Nachmittag aus dem in der Old Oak Straße liegenden Bordell zum Sumpf von Drury Lane tretend, erblickt Herr McKeith ein Mädchen. Er sieht sie nur von hinten und weiß, diesen entzückenden Hintern wird er heiraten. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und gibt es kein Schriftstück vom Standesamt und keine Blumen auf dem Altar und weiß ich auch nicht, woher dein Brautkleid stammt. Und ist keine Myrte im Haar. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Es war immer Brechts Bestreben, aus dem stillvergnügt vor sich hindämmernden einen mitdenkenden Zuschauer zu machen. Das geht zu weit. Das ist zynisch. Das akzeptiert das Publikum nicht. Es ist nicht nach seinem Geschmack. Ich glaube, es ging uns allen so, dass wir dieses Buch gelesen haben und sehr unsicher waren, ob man sich das trauen kann. Und alle nach dem ersten Treffen mit Joachim überzeugt waren, mit dem geht es, der kann das. So, weil es wahnsinnig imponierend ist, wie sehr er in der Materie ist. Und er weiß wirklich alles. Ja? Und der hat das auch inhaliert, diese Brecht-Inhalte. Und das macht Spaß, dass man da jemanden hat, wo man sich zu 100% darauf verlassen kann, dass der weiß, was er erzählen will. Sie wollen eine politische Tendenz in den Film hineinbringen. Auf dem Theater ist es das gute Recht jedes Künstlers. Aber im Film können wir uns eine derartige Spezialisierung der Weltanschauung ohne schweren geschäftlichen Schaden nicht gefallen lassen. Auf Ihr Kapital nehme ich keine Rücksicht. Ich habe einen Vertrag. Ich kenne den Vertrag. Aber hier geht es um mein Geld. Sie hätten Ihr Werk ja nicht verkaufen müssen. Ehre dem Dichter, der sein Werk nicht verfilmen lässt. Ihrer Ansicht nach handeln wir also, wenn wir uns mit Ihnen einlassen, wie jemand, der seine Wäsche in einer Drecklache zum Waschen gibt und dann beklagt, sie sei verdorben. Sie meinen, Sie haben durch den Kauf das Recht erworben, das Gekaufte zu vernichten oder zu verschandeln? Wir werden den Film zum Erfolg machen. Auch ohne Sie. Der Film wurde damals ein Erfolg und dennoch hatte Brecht recht. Dann werde ich die Gerichte anrufen.